Welcome. Benvenuti. Bienvenidos. Hochgehaltenes. Marhaba. Willkommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zum Webinar A von Jasmina Reza. Ich möchte Ihnen diesen Klassiker von Jasmina Reza vorstellen unter der Betonung des emotionalen, selbstständigen und kompetenzorientierten Zugangs. Zunächst möchte ich Ihnen kurz die Lektüre vorstellen für die unter Ihnen, die Sie noch nicht kennen. In dieser Lektüre gibt es drei Figuren, drei Freunde, die unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Auf der einen Seite gibt es Marc, er ist Ingenieur, er ist verheiratet, er empfindet sich selbst als Neuintellektuellen und für ihn ist es wichtig, in der Freundschaft und in anderen Bereichen zu dominieren. Als Gegenpart steht ihm Serge gegenüber, ein Dermatologe, zwar geschieden, aber trotzdem ganz wichtig, wie er dasteht in der Gesellschaft. Er ist Kunstkenner, er will sich im Wissen weiterbilden, für ihn gibt es kein Stehenbleiben. Sein großes Thema ist die Kunst und das wird später auch noch wichtig werden. Zwischen den beiden als eine Art Puffer, als Mediator steht Ivan. Er ist Angestellter im Papiergeschäft seiner Verlobten. Er ist nur verlobt und irgendwie so ein Puffer zwischen beiden. Er ist tolerant und immer wenn die beiden in Streit geraten, versucht er zwischen den beiden zu vermitteln und hier die Versöhnung herbeizuführen. Damit ist der Plot auch keine große Überraschung. Serge, der Kunstkenner, entscheidet sich, ein neues Bild zu kaufen, das folgendermaßen ausschaut. Es ist einfach nur weiß. Marc beschreibt es folgendermaßen. Mon ami Serge a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m, peinte en blanc. Le fond est blanc et si on glane les yeux, on peut apercevoir une fine lisière blanc traversant. Mon ami Serge est un ami depuis longtemps. So äußert sich Marc, als er dieses Bild anschaut bei Serge. Und er versteht diesen Kauf gar nicht. Er fragt wortwörtlich nach, wie man für diesen Nerd 200.000 Franc ausgeben konnte. Mit dieser Meinung begibt er sich zu seinem anderen Freund Ivan, um von dessen Kauf zu berichten. Auch Ivan begibt sich daraufhin zu Serge, schaut sich das Gemälde an und kann dem Gemälde doch mehr oder minder einige Seiten abfinden. Daraufhin begibt sich auch mal Marc zu Serge und im Laufe der Zeit entspannt ein großer Streit zwischen den Figuren. Der Streit endet damit, dass auf dieses weiße Gemälde gemalt wird und man könnte schon meinen, das Gemälde ist hiermit zerstört. Aber es gibt auch noch eine Art Happy End, oder auch nicht. Denn sie reinigen gemeinsam das Gemälde und sogar Marc stellt folgenden Wert für dieses Gemälde fest. Er sieht es nun folgendermaßen. Marc s'approche du tableau. Sous les nuages blancs, la neige tombe. On ne voit ni les nuages blancs, ni la neige, ni la froideur et l'éclat blanc du sol. Un homme seul a ski glisse. La neige tombe jusqu'à ce que l'homme disparaisse et retrouve son opacité. Sie erkennen also hier von diesem weißen Gemälde am Schluss auch die Überleitung zum Dossier Pädagogik mit dem Skifahrer darauf. Was aber noch offen bleibt oder nicht verraten wird, ist die Tatsache, dass Serge sehr wohl wusste, dass dieser Stift wieder abwaschbar ist. Und somit steht die Frage, war diese Aktion wirklich ein Mittel, um die Freundschaft zu retten? Oder steckt auch hier schon wieder ein Streitpotenzial darin? Und somit erkennen Sie relativ schnell die Themen dieser Lektüre. Denn in Kunst geht es nicht nur um Kunst, es geht wirklich um die Welt. Der Kauf dieses Gemäldes ist ein Symbol für eine Freundschaft, die kurz vorm Zerreißen steht. Denn in dieser Freundschaft finden sich einige Probleme. Die Probleme, die es in der Welt auch gibt, also somit ein Spiegel der Welt. Dominanz, Neid, wie kann ich einen anderen akzeptieren, wie muss ein anderer sein? Wie muss ich mich selbst darstellen, um bei einem anderen gut anzukommen? All das sind Themen, die in der Lektüre drinstecken. Und wenn man sich nun die Frage stellt, inwiefern ist A geeignet für die Oberstufe als Lektüre, dann kann man hier wohl eine sehr gute Schulnote geben. Denn das Thema Freundschaft, das Thema Selbstdarstellung, das Thema Neid, das Thema Dominanz, all das sind Themen, die den Schülern sehr wohl bekannt sind, die halt nur anhand eines kurzen Theaterstücks mit knapp 50 Seiten sehr gut festgemacht werden. Nach diesem kleinen Einblick in Lektüre möchte ich Ihnen das Dossier Pädagogik vorstellen, das ich Ihnen gerade schon gezeigt habe. Das Dossier Pädagogik ist so angelegt, dass Sie die Lektüre in 14 Unterrichtsstunden behandeln können und darüber hinaus zwei weitere Module bearbeiten können. Sie müssen diese nicht zwangsläufig machen, sie sind nur Angebote für Sie. Einerseits eine kreative Herangehensweise mit dem Titel Notre Dieu du Carnage, wo Sie sich hier an Le Dieu du Carnage, einem weiteren Meisterwerk von Jasmina Reza, kreativ versuchen. Oder Les pièces de Jasmina Reza, Comiroir de la Société, wo hierbei die beiden Werke Jasmina Rezas verglichen werden, unter thematischen Aspekten. Sie können ferner differenzieren anhand des Lesebegleitsefts, das ich Ihnen gleich noch vorstellen möchte, aber auch bei der Projektarbeit, von der ich gerade schon gesprochen hatte.
Sie finden Angebote, die für Sie als Lehrkraft sehr nützlich sind. Einerseits das Lehrerhandbuch mit den Lösungen natürlich, Materialien online, sei es über die www.klett-Sprachen-Seite oder über die App Klett Augmented. Dort finden Sie Bilddateien, Videos und Links. Ein besonderes Highlight ist editierbare Lesebegleitheft, denn hier können Sie als Lehrkraft noch Dinge ergänzen oder auch noch zusätzlich Übungen einfügen. Als Weiterarbeit hatte ich ja gerade schon die Projekte angesprochen, sei es kreativ, sei es eher den thematischen Vergleich, aber auch Leistungsmessungen, sowohl schriftlich als auch mündlich, werden angeboten, wobei der mündliche Leistungsmessung auf den Band Klett-Sprachen-Oberstufe eben sich bezieht. Ein wichtiger Aspekt dieses Dossier Pädagogik ist die Selbstständigkeit der Erarbeitung. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei das Cahier de Lecture. Hier können Vokabeln und Erschließungsaufgaben zu jedem Kapitel bearbeitet werden von den Schülern selbstständig. Und was ich immer ganz wichtig finde für die Oberstufe und auch für das Lernen auf das Abitur, sind thematische Vokabelblätter zu den Themen Art und les Relations humaines. Das heißt, hier können die Schüler auch noch einmal nachschauen, wenn sie sich dann eben auf die Leistungsmessungen, sei es schriftlich, mündlich oder auch auf das Abitur, die Abschlussprüfung vorbereiten. Ferner finden Sie Angebote über die App Klett Augmented, zu der ich gleich noch ein Beispiel zeigen werde. Das Cahier de Lecture ist nur für die Lehrer verfügbar und auch die Lösungen können nur Sie als Lehrkraft herunterladen und damit arbeiten. Sie finden hier alles Wichtige durch den Zugangscode, den Sie in der Lehrerhandreichung finden, den Sie dann auf klettsprachen.de eingeben können. Für die Schüler als großen Vorteil ist, dass sie so arbeiten, wie sie es schon seit Jahren kennen. Sie kennen das aus dem Schulbuch, dass sie dreispaltig ihre Vokabeln lernen. Auf der einen Seite die französische Vokabel, dann die Mittelspalte, die erklärt, und die deutschen Sprechungen. Das heißt, hier sind die Schüler einfach schon durch das, was sie kennen, in der Lage zu arbeiten. Natürlich finden sie auch noch zusätzliche Erklärungen bei Bedarf. Was ich auch immer wichtig finde, die Schüler sollen lernen, dass es wichtige Vokabeln gibt und dass sie nicht alle Vokabeln auch kennen müssen. Und dadurch habe ich so gearbeitet, dass nur die 10 wichtigsten Vokabeln eben erschlossen und erarbeitet werden müssen, damit hier ein ganz solider Vokabelwortschatz entstehen kann. Die Aufgabenangebote bieten dann die Differenzierung an. Sie sehen hier zunächst als Basismodul, könnte man sagen, dass hier die deutschen Entsprechungen gefunden werden müssen mit der Arbeitsanweisung Trouver linguellement. Dann haben wir bei den Aufgaben, Verständnisaufgaben, verschiedene Optionen. Einerseits ganz kleinschrittige Aufgaben zu Textverständnis wie Brefo, ein Lückentext, Zuordnungsaufgaben oder en bref, complétez la grille, wobei hier zum Beispiel lieu, le personnage, un titre eingegeben werden müssen. Oder wo sogar final einfach nur Résumé les idées principales de ce chapitre, utilisez vos propres mots, als Aufgabe zu bewältigen sind. Sie können hier als Lehrkraft differenzieren, sei es innerhalb der Klasse oder sei es auch für die ganze Klasse oder den Kurs, mit dem Sie Lektüre lesen möchten. Nach dem Schwierigkeitsgrad, nach dem, was Sie von den Schülern erwarten, auch nach dem, was Sie mit den Schülern eben sich als Ziel gesetzt haben. Bei den thematischen Vokabellernblättern ist es nicht nur so, dass sie die Vokabeln präsentiert bekommen, die Schüler können sie auch üben, denn ohne Üben bleiben die wenigsten Vokabeln auch hängen. Einer meiner großen Stolz, muss ich echt sagen, bei dieser Dossier Pädagogik ist ein Video, das die Schüler bei Klett Augmented anschauen können. Sie sollen hier eine mündliche Mediation durchführen zu einem Video von Sommerliteratur to go, in dem sie ein kurzes Video, circa 9 Minuten, zu Le Dieu du Canage bearbeiten sollen. Sie sollen dem die Figuren, den Inhalt, die Themen und Konflikte entnehmen und dann ins Französische mitteln als Hausaufgabenstellung innerhalb der Arbeitsaufträge. Ein weiterer Kernpunkt der Arbeit ist natürlich die emotionale Herangehensweise, die hier über die theaterpraktischen Module geleistet wird. Die theaterpraktischen Angebote, die ich Ihnen jetzt vorstellen werde, sind nur ein Teil dessen, was Sie in der Dossierpädagogik finden und zeigen eine gewisse Progression auf hin zu einem Ziel. Eine Sache, die wir vermutlich auch schon kennen, aber häufiger eigentlich in den Unterstufenklassen praktizieren, ist die sogenannte Lektüre scénique. Hier bitten wir Schüler häufig in der Unterstufe, dass sie Texte vorlesen sollen, sich in die Rollen hineinfinden sollen und sie auch ein bisschen spielen sollen. Dieser Grundgedanke wird bei der Lektüre scénique bei ARE etwas weiter ausgebaut. Die Schüler erhalten hier, wie Sie sehen, das ist aus der ersten Stunde, den Anfangsteil, den ich Ihnen auch gerade vorgetragen hatte. Sie sollen im ersten Schritt sich einmal überlegen, welche Emotionen denn hier zum Ausdruck gebracht werden und diese kennzeichnen. Dann sollen Sie die Lektüre einüben und dann auch noch vortragen. Als nächstes gibt es dann die sogenannten Standbilder, die Tableau-Vigée. Hier sollen an 4 verschiedene Momente der Lektüre szenisch dargestellt werden, ohne dass die Schüler sprechen. Es werden die jeweiligen Figuren benötigt und jeweils auch noch ein Regisseur, der die Figuren positioniert. Als weitere Aufgabe, um der Sprachfertigkeit, Sprachfähigkeit auch noch Rechnung zu tragen, soll die Klasse den Figuren auch noch Fragen stellen oder auch den Regisseur, um hier auch nochmal zu versprachlichen, was denke ich, was fühle ich, warum machst du das?
Das Ganze mündet dann in einem kreativen Ansatz, nämlich ein kleines Theaterstück selber zu schreiben und auch zu spielen oder aufzuführen. Insofern bietet es sich an, dass hier die Schüler den Anfang und das Ende von L'étude du carnage kennen und sollen dann den Mittelteil selber erstellen, wobei man gewisse Dinge vorgibt, wie l'action possible, les sujets, les conflits d'autres. Natürlich üben sie natürlich vorher gewisse Module ein, wie das Ganze stattfinden kann. Auch inhaltlich füllen sie natürlich hier ein bisschen die Figuren bereits aus, dass die Schüler wirklich gut weiterarbeiten können. Der theaterpraktische Zugang bietet viele Vorteile. Hier können die Aussprache und Intonation natürlich auch geschult werden und man geht einfach mal anders an Texte heran. Es ist kreativer auf der einen Seite, aber auch direkter, weil man einfach in den Text näher hineinkommt, wenn man die Figur sich hineinfühlt, ein Teil davon werden soll. Auch kommen die Schüler mehr in Kontakt mit den nonverbalen und paralinguistischen Signalen. Was bedeutet Gestik? Was bedeutet Mimik? Unter anderem. Der Zugang zur Fremdsprache wird lebendiger, weil sie einfach ein Teil werden davon. Sie müssen diese Fremdsprache benutzen, um den Figuren näher zu kommen. Und kommen so auch mehr Emotionen zum Ausdruck. Die Fantasie der Schüler wird natürlich zusätzlich noch gefördert und angeregt. Das heißt, den kognitiven Zugang, den wir natürlich auch leisten wollen, dieser kann noch ergänzt werden durch diesen emotionalen Zugang, der sehr, sehr wichtig ist. Auch die Kompetenzorientierung soll nicht zu kurz kommen. Sie können hier mit diesem Dossier Pädagogik die Leistungsmessungen sehr konzentriert vorbereiten, sei es im schriftlichen als auch im mündlichen Bereich, durch Mediation, Kommentar, Analyse, Karikatur, Comprensionale, Comprension audiovisuelle. Für all diese Aspekte ist etwas geboten. Auch für den mündlichen Bereich, sei es der Monologue Minute, Jeu de Rôle oder Discussion, können hier die Schüler gut arbeiten. Auch im strategischen Bereich werden die Schüler hier geschult durch das Dossier Pädagogik, sei es durch die Internetrecherche, aber auch in der Strategiearbeit von eigenen Fehlern zu lernen, was sehr, sehr wichtig ist, denn die Schüler machen häufig immer wieder dieselben Fehler. Final möchte ich Ihnen noch kurze Beispiele dazu geben, und zwar einerseits eine Comprehension Orale, wo es um Thema der Komposition der La geht. Und die Schüler können wirklich live die Stimme von Jasmina Reza hören und hier eine Übung dazu machen, indem sie typische Fragestellungen bearbeiten und beantworten, mit denen wir sie normalerweise auch konfrontieren. Final im mündlichen Bereich bieten wir noch eine Diskussionsaufgabe an im Bereich der L'étude du carnage, wo die Schüler auch nochmal Redemittel anwenden sollen, die sie auch als Vorbereitung der mündlichen Schulaufgabe sehr gut heranziehen können, aber natürlich thematisch auf L'étude du carnage zugeschnitten. Sie schlüpfen wieder in die Rollen der Figuren hinein, um hier das Theaterpraktische auch etwas wieder heranzuziehen. Und somit sehen Sie, dass dieses Dossier Pädagogik viel bietet. Einerseits den emotionalen Zugang, viel Selbstständigkeit, die wir fördern, aber auch die Kompetenzorientierung kommt dabei nicht zu kurz.